Ja, wir befinden uns jetzt hier direkt auf dem gewonnenen Multifunktionsplatz von der Sportanlage Wetzikon, Meierwiese. Ich frage die Stadträtin Christine Walter-Walder, was bedeutet für dich der Gewinn von einem so Multifunktionsplatz? Ich finde es mega lässig, dass wir den gewonnen haben, dass wir den bekommen. Und ich finde, es ist ein Angebot, das wir hier haben auf der Meierwiese, das jetzt für Kinder, Jugendliche oder auch eben junggebliebene Erwachsene ist, wo man einfach herren kann. Bewegungsdrang, ja, nachkommen und einfach spielen. Und ich glaube, es wird durch das auch mehr Besuchende geben, da, Sex in der Body, Sex auf dem Platz. Und die Meierwiese wird sicher eine attraktive Tage. Besten Dank, also definitiv, dass die Sportanlagen nochmal eine Aufwertung erfahren haben. Und wie Frau Walter-Walder schon richtig gesagt hat, hoffen wir natürlich, dass der Platz auch von ganz vielen genutzt wird und wir viele freudige Gesichter auf der Sportanlage sehen werden. Wir haben hier Marcel Reispies auf der Sportanlage in Wetzikon. Er ist Götti von dem Platz, den wir von der Stiftung Platz hier gekriegt haben. Herr Reif, zuerst mal Götti oder sind Sie von anderen Plätzen auch schon Götti? Nein, ich bin das erste Mal von einem solchen Platz, der Götti, aber vor allem bin ich Vater von drei Söhnen und deswegen weiß ich, wozu das Ganze gut ist hier und das ist überragend. Ja, mit einem solchen Platz haben wir vorher miteinander besprochen, ist natürlich etwas, wo die Jugendlichen davon träumen. Haben Sie in Ihrer Jugend auch auf solchen Plätzen können Fußball spielen oder dürfen Fußball spielen? Schön wäre es gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein Platz, das ist wie das Bernabeu-Stadion ist das hier im Vergleich zu den Sand- und Hartplätzen. Wissen Sie, wie wir ausgesehen haben am Abend? Hier sehe ich Kunstrasen vom Feinsten. Mir war die ganze Tapete warm. Meine Mutter, die hat die Hände über dem Kopf, geblutet. So. Aber es ist Fußball damals gewesen, es ist Fußball heute und es ist für Kinder, gerade nach Corona, wenn die wieder draußen sind und wieder spielen können. Einfach und nicht, da geht es gar nicht um irgendwelche Talente, Schulung und gar nichts. Einfach nur Spaß an der Bewegung. Und das, wenn die Gemeinde sowas anbietet, Hut ab. Großartig. Ich glaube, da gibt es gar nichts mehr dazu zu sagen. Wir haben den perfekten Götti mit dem Marcel Reif, einer Legende. Und wir freuen uns sehr, dass ihr da Götti auf unserem Platz in Wetzikon sind. Danke vielmals. Sehr gerne und alles Gute.